Ja, das war die Pressekonferenz unter anderem des LKA in Bayern. Martin Huch ist Sicherheitsexperte von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Können wir jetzt nach dieser Pressekonferenz ausschließen, dass es sich dabei um islamistischen Terror gehandelt hat? So ganz eindeutig war das meines Erachtens ja nicht, ne, in den Aussagen. Also die Anzeichen gehen schon sehr in die Richtung, dass es sich um eine verwirrte Person handelt. Auch der Weg, der beschrieben worden ist von Gießen nach Grafing, deutet jetzt nicht auf große Planung, Organisation oder ein zielgerichtetes Vorgehen hin. Insofern ist aus meinen Augen stellt sich die Sache im Moment so dar, dass dieses Bild einer verwirrten Person eigentlich recht schlüssig gezeichnet worden ist von den Ermittlungsbehörden. Letztendlich wird man aber die Ermittlungen abwarten müssen. Ich erinnere an den Messerangriff in Hannover auf die Polizisten, Ja. wo auch erst nach mehreren Wochen sich auf einmal ein islamistischer Hintergrund als wahrscheinlich eingestellt hat. Insofern kann man da nicht vorgreifen, aber ich denke im nach aktuellem Stand heute Nachmittag deutet das eigentlich nicht auf einen islamistischen Anschlag hin. Wobei das ja schon sehr perfide wäre, eben eine verwirrte Person zu spielen und dann trotzdem einen islamistischen Anschlag zu verüben, oder? Ja, von irgendwoher müssen die Ideen ja gekommen sein, sich diese, sagen wir mal, Identität eines islamistischen Attentäters mit den Allahu Akbar-Rufen und dem Hinweis auf die Ungläubigen. Das ist schon, finde ich, eine spannende Frage. Wie kommt jemand dazu, der sich da sozusagen diese Rolle, nennen wir es mal so, zu eigen zu machen und in dieser Rolle eine solche Tat zu begehen? Für die Polizei ist es sicherlich umso schwieriger zu ermitteln, wenn die Person eben nur wirre Äußerungen oder in erster Linie wirre Äußerungen von sich gibt, oder? Mit Sicherheit, aber da denke ich, werden sich die Ermittlungen eher auf das Umfeld der Person und auf Auffälligkeiten im bisherigen Leben dieser Person beziehen, als dass sie sich da vollständig nur auf die Aussagen stützen würden. Schützen kann man sich vor dieser Art von Terror wahrscheinlich ja sogar noch weniger als vor islamistischem Terror, oder? Wenn es sich um Einzeltäter handelt, macht es letztendlich keinen Unterschied, aus welchen Motiven das begangen wird. Da kann man sich nur mit Aufmerksamkeit schützen, die Personen um sich herum zu beobachten. Das ist ja hier auch ganz auffällig. Die Person muss sich ja in irgendeiner Form entkleidet oder Ja. ihre Accessoires entledigt haben. Personen fallen unter Umständen durch bestimmte Verhaltensweisen auf, durch Körperhaltung, Körperspannung. Da gilt es einfach immer, insbesondere in Situationen, wo man mit fremden Menschen zusammen ist, die Umgebung, sich über die Umgebung im Klaren zu sein, die im Auge zu behalten und nicht in andere Tätigkeiten zu versinken, Kopfhörer aufzuhaben, sodass man gar nicht mehr mitbekommt, was ein paar Meter von einem entfernt sich möglicherweise abspielt. Martin Huch, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung nach der Gerne. Pressekonferenz. Ja, liebe Zuschauer, das war Phoenix vor Ort fürs Erste. Später um 18 Uhr haben wir dann wieder aktuelle Informationen für Sie. Hier geht es jetzt weiter mit der Reportage Wale und wilde Inseln. Und dabei wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Auf Wiedersehen.